ich meine, H.C. Artmann hat viele Gesichter, die er uns zeigt, aber dahinter ist eine Figur, die in sich vollkommen zusammenstimmt. Ich komme in Wien an und übernachte bei einer Freundin eines Freundes. Von den 5 Tagen, die ich da bin, sehe ich H.C. 1,5 Stunden. Wir schauen uns gemeinsam den Formel 1 Grand Prix von Monaco an. Es ist sehr schwer, von dieser Faszination des jungen Artmann abzusehen. Ein Ur-Wiener, der in Malmö eine Wohnung hatte und mit einer Schwedin verheiratet war und mit einer Berlinerin posiert hat. Das alles haben wir damals gutiert und bis zu einem gewissen Grad auch bewundert. Von der Innenstadt, die ich mir aus mangelndem touristischen Ehrgeiz nur in Kaffeehäusern erschließe, fahre ich raus nach Breitensee, dem Stadtteil, in dem H.C. einst lebte. Ich denke an den Satz, dass H.C. die Fähigkeit besessen habe, das Neonlicht der Straßenbeleuchtung in Sterne der Milchstraße zu verwandeln. So wie er schreibt, möchte ich Filme drehen. Hast nichts bemerkt? Das Messer da hat sich alleinig ganz von selber geriert. Von Köller bis zum Dach, kein Mensch, kein Kotz, kein Maus im Haus. Und das verfluchte Messer hat sich ganz von selber geriert. Da stimmt was nicht, da ist was zwischen uns. Da ist was Ungutes zwischen dir und mir. Ein Messer kann sich da nicht so alleinig ganz von selber rühren. Mir geht's bankholt durchs Blut. Sie fragt den auch Natur. Hast nichts bemerkt? Hast das nicht gesehen? Jetzt wird's gefährlich. Ein Männlein steht am Schalter, sogar nicht stumm, und sagt zu dem Beamten, sei bloß nicht dumm. Jeb die schönen Piepen her, glaube mir, die freuen mir sehr. Und drückst du auf die Klingel, leg ich dir ab. Daumenlanger Hänsel, schädelrunde Dirn, gehen wir in das Schauhaus, tauschen wir das Hirn. Geb ich dir mein Kleines, gibst du mir dein Groß. Wenn der Tausch perfekt ist, sind wir wieder los. Eine schnelle Biografie. Mit 1 Jahr ein Kind, mit 2 Jahr ein Jüngling, mit 3 Jahr ein Mann, mit 4 Jahr wohlgetan, mit 5 geht es auch noch an. Mit 6 rückt das Alter an. Mit 7 Jahr ein Greis, mit 8 Jahr schneeweiß, mit 9 Jahr leuchtet das Morgenrot, mit 10 Jahr, ja, grüß dich Gott. Eine Amsel macht noch keinen Dichter, 2 schöne Zeilen auch noch nicht. Was einen solchen auszeichnet, ist nicht nur die Consecutio Temporum und die Constructio Ad Sensum, sondern eben, dass der Dichter dichter ist als andere. Ein ganzer Kerl, ein weltgewandter, ja, ein kontinentaler Mensch. Das ist sein Contenuto oder auf Deutsch seine Contenance. Das Dichten ist eine Haltung. Nicht die Gebückte am Schreibtisch, sondern die Kerzen gerade. Und was ein Artmann ist, der legt denn auch sein ganzes Gedicht auf die Waage, ohne die Gewichte zu fälschen.
Exemplarisch hat er sozusagen Rückgrat. Und das ist ohne Eitelkeit erst eine Pose, nur wenn das Leben auch eine Bühne ist, deren einzelne Akte Poesie sind.